Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von mir. Ich bin Exas und hier zeige ich euch, wie man diese exotischen Engramme farmt. Man braucht da einige Dinge dafür und wahrscheinlich wird das nicht allzu lange machbar sein. Wenn diese Möglichkeit nicht mehr funktioniert, steht es dann in der Beschreibung mit Großbuchstaben, geht nicht mehr. Als erstes müsst ihr zu Xur und müsst diese drei Münzen kaufen. Denn mit diesen Münzen erhöht sich die Chance, dass ein Ultra ein exotisches Engramm droppt. Also dass er eins fallen lässt. Dann geht ihr in den Orbit, da dann Venus, denn da gibt es einen Boss, der ist sehr einfach, Geißel von Winter, denn da muss man Draxis töten. Da fliegt ihr dann hin. Wichtig noch, nehmt einen Raketenwerfer mit und für alle, die einen Eisbrecher haben, nehmt den noch mit. Dann startet man hier die Mission, macht die ganz normal durch, kämpft sich durch die ganze Mission durch oder rennt durch, ich bin da einfach durchgerannt, bis man dann schlussendlich vor Draxis steht und dann geht's richtig los. Mit dem Eisbrecher kann man ihn schön anschwächen, zuerst aber mal schwere Munitionssynthesen nehmen, die würde ich auch mitnehmen und einmal drei der Münzen einsetzen, also nur eine einsetzen, dann kann man den Boss so weit runterschwächen, bis er fast keine Lebenspunkte mehr hat. Mit dem Raketenwerfer ganz nah ran und tötet ihn und sich selbst mit dem Raketenwerfer. Warum? Nun, wenn man das tut, dann droppt er noch Gegenstände, wie man es jetzt sieht. Er droppt einen exotischen Gegenstand und die Mission wird abgebrochen, startet vom letzten Checkpoint neu und das ist dieser Punkt hier und man kann Draxis nochmal angreifen. Das heißt, man wirft hier nochmal einmal diese Münze rein. Man sieht hier exotische Partikel, bei deinem nächsten Ultra-Kill hast du die Chance auf ein exotisches Engramm. Also das heißt, die Chance wird erhöht auf ein exotisches Engramm und wie man hier jetzt in den Ausschnitten sieht, das ist zusammengeschnitten aus dem, was ich alles gemacht habe, sieht man, er droppt zwischendurch immer wieder mal ein Engramm. Bei mir war es etwa jeder fünfte Kill von ihm hat ein Engramm gedroppt, das ist so mein Schnitt, damit man sich ein wenig orientieren kann, wie es aussieht. Das heißt, fünfmal angreifen und dann kommt ein Engramm raus. Tja, und das war's eigentlich schon. Ich vermute und ich denke, dass Bungie das hier schließen wird. Sowie auch schon den letzten Loot Cave, den es gab. Es gab früher auch schon einen. Das hier ist ein bisschen anders, aber funktioniert auch extrem gut. Ja, nutzt das noch aus. Kauft dann am Wochenende noch Partikel. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn das Video nicht mehr aktuell ist, in der Beschreibung steht es dann nicht mehr aktuell. Hier noch ein Outro, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Destiny-Videos, viel Spaß beim Farmen und wir sehen uns in einem weiteren Video.